Übersetzt würde es doch bedeuten, wenn ich den Schritt abkürze, bräuchte ich das Controlling nicht mehr. Das heißt, wenn der Data Scientist mit dem Machine Learning in der Lage wäre, gut zu kommunizieren. Angenommen, die kriegen wir noch dazu. Wir kriegen den Data Analysten, den Data Scientisten gut hin, der kann geil kommunizieren. Stell dir mal vor, das geht, dann könnte ich doch sagen, ich brauche das Controlling nicht mehr, weil dann muss es sich entscheiden. Entweder bin ich Manager, ne? Also strategischer Business Partner hieß das immer, ja, oder ja, mich gibt es nicht mehr. Ja. Das ist ja ein Thema, das. Weißt du, auf ja, völlig polemisch. Ja, das hatte ich, das ist ja ein Thema, das ich mit dem Kai auch schon hatte. Ich denke, dass das Bild, was du jetzt ein wenig zeichnest vom Manager, der jetzt auch sehr intensiv in seinen Dashboards sich bewegt und selbst die Zahlen analysiert, dass das ein Bild ist, das man so sehen kann, so prägen kann, dass es auch sicherlich gibt. Ich glaube, daneben gibt es aber noch ein weiteres Bild, nämlich der Verantwortlichen für Prozesse, für immer noch entstehende oder bestehende Bereiche in Unternehmen, die sich so stark auf ihr Business konzentrieren und fokussieren wollen und müssen, dass sie eben die Zeit gar nicht aufwenden wollen, noch in die Analysen intensiv hineinzugehen und möglicherweise auch nicht die Affinität haben. Also wir setzen hier einen Manager-Typus voraus, der aus meiner Sicht im Moment so noch gar nicht in aller Breite existiert. Und gleichzeitig ist es für mich so, dass dieser Manager-Typus, und da sehe ich immer noch einen riesen Mehrwert der Controller heute und in Zukunft, dass der oft diese ganzheitliche Brille so leicht sich nicht aufsetzt. Also ich bin für die Logistik verantwortlich, ja, jetzt treffe ich Entscheidungen oder muss Entscheidungen treffen. Welchen Scope habe ich jetzt darin? Jetzt kann ich in Zahlen reingehen, aber die Frage, wie aggregiere ich das auf die ganzheitliche Unternehmenssicht auf Kennzahlen, KPIs, die das Unternehmen ausmachen, mit denen wir ganzheitlich steuern, da ist für mich immer noch ein Punkt, da sehe ich definitiv die Controller als diejenigen, die diese aggregierte Sicht, auch Simulation oder entsprechende Sensitivitätsanalysen gemeinsam machen und auch den Managementkreis zusammenbringen. Weil diese Nahtstellen und Schnittstellen zwischen verschiedenen Bereichen, Einkauf, Produktion, Vertrieb und so, die müssen immer noch ausgeglichen werden. Und das ist etwas, das sind noch Menschen, die da agieren und entscheiden. Und ich glaube, dem Controller kommt viel mehr diese Kommunikationsaufgabe zu. Und ja, theoretisch, wenn wir die eierlegende Wollmilchsau generieren, also den Data Scientist, der das Geschäftsmodell versteht, der die Prozesse versteht, der die Daten alle zieht, der sie vorbereitet, aufbereitet und das auch noch total gut kommuniziert, dann mag das sein. Die Frage ist, ob es diese Person gibt. Und da zweifle ich. Und wenn die Struktur ein bisschen größer wird, dann glaube ich, werden wir spezialisieren und differenzieren. Und da sehe ich Chancen für den heutigen Controller, der noch am Excel rumprokelt, sich zu entwickeln in verschiedene Richtungen. Aber ich glaube auch, der Controller, der überleben will, ist nicht mehr der sicherstellt, dass die Zahlen stimmen, sondern da gibt es eine Spezialisierung in bestimmte Rollen. Und das ist die Zukunft, die ich sehe, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Wir werden sehen, was sich tatsächlich ergibt.